Meine Damen und Herren, wer kennt den Mops nicht? Dementsprechend alt ist natürlich diese Rasse auch. Und wenn wir an Frankreich denken, dann fällt uns die Commedia dell'arte ein. Eine Vereinigung von Schaustellern, wo es den Arlecchino gab, also den lustigen, den Clown. Nicht ganz so in der Art, wie wir einen Zirkusclown kennen, aber ähnlich. Und dieser Arlecchino hat sich natürlich immer verkleidet und als besonderen Gag hat er dann beschlossen, seinen Hund mit auf die Bühne zu nehmen und auch den zu verkleiden. Und ab dann hat ihm dieser Mops die Show gestohlen. Der war einfach ab diesem Zeitpunkt der Star. Sie sehen, dass man mit einem Mops sehr viel tun kann. Der Mops ist weit davon entfernt, nur auf dem Divan zu liegen und fett gefüttert zu werden. Was soll er tun, der arme Kerl, wenn Sie ihm keine andere Möglichkeit bieten? Aber der Mops kann weitaus mehr. Es ist eine intelligente Hunderasse, die man fordern muss, die man nicht fett füttert. Das passiert ganz leicht, weil fressen tun sie nun einmal wahnsinnig gerne. Aber hier sehen wir, dass das, was der Hund auf sich hat, an seinen Schenkeln zum Beispiel, das ist Muskulatur. Also der Hund ist gut trainiert, der ist gut unterwegs. Beobachten Sie ihn bitte, der Fang ist geschlossen. Der Hund kriegt sehr wohl Luft, sehr gut Luft, obwohl er beschäftigt wird. Bitte achten Sie darauf, wo Sie Ihren Hund kaufen. Achten Sie auf die Elterntiere. Es muss nichts überspitzt werden, dass der Fang kurz, kürzer und am kürzesten ist. Das ist purer Unsinn. Die Hunde müssen atmen können, sie müssen laufen können, sie brauchen Hals und Sie müssen Ihren Hund ein bisschen fordern. Dann haben Sie sowas. Einen lustigen, drolligen Familienhund. Danke dem Mops.